Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute wieder weiter mit der Serie Alle Transformationen aus Dragon Ball erklärt. Heute mit dem Super Saiyajin des zweiten Grades, auch bekannt als Super Vegeta. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Die Szene in der Cell-Saga, in der sich Vegeta das erste Mal in Super Vegeta verwandelt, ist wohl bestimmt eine der ikonischsten Szenen aus der Cell-Saga. Vegeta zeigt uns mit dieser Form die Früchte seines Trainings und er demütigt Cell geradezu in dieser Form. Die Form hat einen sehr coolen Auftritt, aber was genau hat es denn mit der Form auf sich? Die Form hatte ihr Debüt am 9. Juni 1992 im Kapitel 377 des Dragon Ball Mangas. Es wird aber schon etwas früher auf diese Form angedeutet, nämlich als Vegeta sagt, er wolle die Grenzen eines Super Saiyajins überschreiten. Diese Form ist auch die erste Evolution der Super Saiyajin-Verwandlung, die wir zu sehen bekommen. Damit hat sie den Weg geebnet für weitere Transformationen wie den Super Saiyajin 2 und 3. Obwohl Vegeta sich in dieser Form nur Super Vegeta nennt, ist der offizielle Name dieser Form Super Saiyajin Daini Dankai, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Super Saiyajin des zweiten Grades oder Super Saiyajin Stufe 2. In einigen Spielen wird diese Form auch noch als Vegeta Powerhouse bezeichnet. Vegeta, Trunks und Son Goku erreichten alle drei diese Form durch hartes Training im Raum von Geist und Zeit. Dazu muss man noch sagen, dass es sich bei dieser Verwandlung nicht um eine neue Form handelt, sondern sie ist lediglich eine Erweiterung des klassischen Super Saiyajins. Die Form unterscheidet sich optisch nicht sehr viel vom normalen Super Saiyajin. Die Muskeln werden schon deutlich größer und die Haare stehen noch mehr ab als beim gewöhnlichen Super Saiyajin. Der Energieverbrauch dieser Form ist jedoch sehr viel höher als beim normalen Super Saiyajin. Der Kräftezuwachs dieser Form wird im Daisenshu 7 so beschrieben, dass bei der Nutzung jeder Nerv im Körper konzentriert wird und Ki in die Muskeln geschickt wird, um diese aufzupumpen. Die Steigerung von Kraft und Geschwindigkeit ist somit viel höher als beim gewöhnlichen Super Saiyajin. Einen genauen Multiplier für die Kraft haben wir nicht, aber da diese Form schwächer ist als der Super Saiyajin 2, kann man davon ausgehen, dass es nicht mehr als zweimal so stark ist wie der normale Super Saiyajin. Zu den Nutzern dieser Form gehören Vegeta, Son Goku und Trunks. Alle drei benutzten diese Form auch nur in der Cell-Saga. Während dem Kampf der Z-Krieger gegen die Cell-Juniors nehmen im Anime Vegeta und Trunks diese Form an, um gegen diese zu kämpfen. Während es im Manga nicht so aussieht, als wären Trunks und Vegeta in dieser Form, da die Muskelmasse der beiden nicht so ausgeprägt ist. In den Filmen der legendäre Super Saiyajin und Super Saiyajin Son Gohan kämpfen Trunks und Vegeta ebenfalls in dieser Form. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns wissen, was für Videos ihr noch sehen wollt. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.